Guten Morgen aus der Stadt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und guten Morgen. Heute ist seit langem mal wieder ein schöner Tag, seit Wochen. Ja. Und für 50 Kilometer reicht es wieder nicht zeitlich heute. Aber wir rennen zum Stadion. Genau, wir machen eine kleine Tour und nehmen euch mit. Intro. So, Wetter ist richtig geil. Die Sonnenstrahlen tun so gut. So, wir sind jetzt gleich in Hamburg. Geräumt ist hier nichts, haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Mir ist das auch wurscht. Aber wenn hier einer fällt, wird es für den Eigentümer teuer, ne? Ja, das wird richtig teuer. Ich finde das sowieso Blödsinn, aber... Ja, schwachsinnig ist, wenn sie dann nur so ein bisschen was wegkehren. Ja. Und dann das Eis noch schön blank fegen. Genau. Das macht dann richtig Spaß. Und nichts raufkippen. Ja, genau. Aber guckt euch mal den Himmel an im Hintergrund. Irre. Es ist so schön heute. Irre. Das ist auch eine richtige Wohltat nach wochenlangem Regen. Ja. Hat aber gleich hier ordentlich geschneit. Und es ist hier Winter Wonderland, ne? Es ist traumhaft. Heute ist wirklich ein perfekter Tag für so eine kleine Wanderung. Ja. Hier sind wir wieder auf Spur. Ja. Hier ist zwar natürlich auch kein Wanderweg, also kein Naturweg, aber hier so zwischen die Häuser schleichen. Und dann sind wir auch schon bald am Volksparkstadion. Genau. Hier ist es trotzdem tatsächlich schön. Also es sind viele Vögel unterwegs, zerzupfte Krähen. Das Volksparkstadion heißt gar nicht Volk, das hieß früher so, bis irgendwelche Spinner das ständig umbenannt haben, weil irgendwelche Versicherungen und andere Sponsoren da eine Menge Kohle auf dem Tisch, also es im Grunde auf dem Tisch liegen. Im Grunde weiß niemand, wie das Stadion heißt. Jetzt gerade. Ach, seit einiger Zeit ist jetzt aber, das ist doch die Arena auch, Barclays Arena, oder ist das? Nee, das ist die Veranstaltungsarena daneben. Ach so. Aber das Volksparkstadion, keine Ahnung. Die Arena hat ja auch jahrelang ständig ihren Namen gewechselt. Die hieß Arena früher, ne? Ich habe keine Ahnung, doch, wie die früher. Wir müssen hier lang. Und dann ändert sie sich ständig. Naja, Marion haut ab. Ja, weil der Weg hier lang führt. Wir müssen den nehmen. Dann gehen wir darüber. Mal ein bisschen durch den Schnee stapfen. Ja. Wenn wir ihn schon haben. Ja. Oh, ist das so schön. Oh, die Sonne, du. Ja. Sonne und Schnee ist eine traumhafte Kombi. Aber man muss echt konzentriert sein und das ist anstrengend, weil das so irre glatt ist überall. Stimmt. So, mal wieder voll auf die Fresse gelegt hier auf dem Vereisten. Man sieht's und die Handys und Kameras sind geflogen. Und der Marion hat mal wieder nicht aufgenommen. Oh, ich habe ihn gefilmt, wie er da gefilmt hat. Mhm. Und kurz, dann ist er zu mir hergekommen und kurz bevor der gestürzt ist, hatte ich gedacht. War klassisch. Oder? So. Hoher Bogen, genau. Und schön den ganzen Eis zertrümmert. Herrlich war's. Ja, hat er gut gemacht. Ja. Hat sie wehgetan? Ja, das Blöde bei diesen Adlern, wenn man so hinfällt, ist ja, dass man hinfällt, weil man nicht konzentriert ist. Weil da eine Eisfläche ist, die man nicht sieht. Und dann bist du natürlich auch nicht konzentriert, dich zu fangen. Sondern fällt es um wie so ein Baumstamm. Ein Baumstamm. Und richtig blöd ist es dann, wenn du fällst und nicht mal die Kamera läuft. Ja, wir haben drei Kameras. Genau. Drei Kameras. Und keine davon? Ne, beide sind, ne, ich sag mal, wirklich eine Sekunde vorher ausgemacht. Ja. Ich finde das so ätzend. Total nervig. Ich bin schon so oft hingeflogen und die haben nie die Kamera an. Ja.
Aber scheiß das, Timing, aber ja, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Hört es an? Da haben wir die Barclays Arena und dahinter ist das Volksparkstadion. Ne? Jo. Und da gehen wir hin, da ist heute irgendwas. So, das Volksparkstadion heißt also jetzt Volksparkstadion. Den HSV will wohl keiner mehr sponsern. Ja. Guck mal, da haben wir es. Da ist es. Da gehen wir gleich dran vorbei. In der Barclay ist ja irgendeine Veranstaltung, ne? Ja, wir wissen allerdings noch nicht was. Es sind aber viele Kinder da. Ja. Wir sind gespannt. Vielleicht finden wir es noch raus. Räuber Hotzenplotz. Oh. Ronja Räubertochter. Dann müssen wir da auch rein, ne? Ja. Ja, bei Ronja Räubertochter und bei Räuber Hotzenplotz. Einer von uns beiden hat die Hauptrolle. Also ganz normal sind die Leute nicht, ne? Was ist hier eine Kinderveranstaltung? Mhm. Und so sieht das hier aus. Das ist so glatt. Das ist die glatteste Strecke, die wir hatten auf dem Weg. Ne? Spiegelglatt. Das ist richtig ätzend hier. Guck mal, wie die Leute hier eiern. Irre. Wunderschöne Armada von Dixie Klos. Niemals würde ich zu einer Veranstaltung in der Barclays Arena mit dem Auto fahren. So, da sind wir durch den Wahnsinn. Oh ja. Und da läuft also so eine europaweite Pferdeshow. Ja, Cavalluna. Also, ja, ich kann das schon wieder alles nicht nachvollziehen, wie man die Pferde in Trucks durch die Gegend karrt, um sie da in die Buckley Kart Arena reinzuzerren. Ja. Und dass sie da Kasperletheater aufführen. Ich finde das schon wieder zum Kotzen. So ein Zirkus nur mit Pferden. Ja. Ich verstehe das nicht. Aber die Tiere machen es ja gerne. Ja, für die Tiere ist das auch richtig gut. Ja. Und die Menschen, die da hingehen, sind alles tierliebe Menschen. Naja, gut, wir sind jetzt da jedenfalls weg und wieder im schönen Volkspark. Latschen hier durch und jetzt schon auf dem Rückweg. Was haben wir auf der Uhr? Wir haben auf der Uhr 6,61 Kilometer. Kleine Sonntagsrunde. Es ist so glatt. Man muss so konzentriert sein. Ja. So, 10 Kilometer gelaufen. Genau, wir sind jetzt in den letzten Zügen. Es war schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir freuen uns auf das nächste Video mit euch. Habt einen schönen Tag. Und draußen ist das Leben. Geht raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielleicht ja endlich die 50, aber oh, hoffentlich. Die schwebt immer noch so. Wie ein Damoklesschwert. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob ich bei der Gleite 50 Kilometer laufen würde. Nee, das ist viel zu anstrengend. Brutal. Das geht gar nicht. Also wenn vernünftig geräumt oder gestreut wäre oder das so wie hier am Weg einfach wirklich Schnee wäre und nicht lauter Eisplatten. Sehr halt ruhig. Die Fresse, ja. Tschüss. Tschüss.